based on slander. Created by Mark Steen and Ray Burgess. Hospice. Complete the poem. Press space to place a glow stick. 8 remaining. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Slender Map, und zwar heute Hospice in einem verlassenen Krankenhaus, wo wir 8 Zettel finden müssen, um ein Gedicht, das aus 16 Zeilen besteht, zu vervollständigen. Wir werden hier vom Slenderman natürlich verfolgt, der uns auf dem Gewissen hat. Mann, ist das dunkel hier. Okay. Ich hoffe nicht, dass wir dem Mann zu früh begegnen. Ich weiß wie auch immer nicht, wie viele Seiten wir schaffen werden. Ob wir das Gedicht vervollständigen können. Da ist schon die erste Page. Okay. Langsamer und schmerzvoller Tod. Was ist denn das da hinten? Das ist doch jetzt nicht... Nein! Trollface! Alter, das ist doch nicht wahr! Da hat noch einer Penis geschrieben. No.jpg. PewDiePie was here. Naja, egal. Let's go on. And on and on and on and on we say it. Nein, jetzt ist mal gut mit Scream and Shout. Wo ist denn hier der Slenderman? Ich will dir nicht begegnen. Ich hasse dich, Slendy. Vor allem, weil ich Slender The Arrival habe ich ja übertrieben gefeiert nach dem 3 Leveln, wo dann der Schluss war, ne? Mit dem Freezehacker zusammen. Wir haben da wirklich richtig abgefeiert. Also, ja, wir waren beide nicht allzu begeistert von dem Spiel, um es mal ehrlich zu sagen. Slender The Arrival war ein ziemlicher Reinfall für uns beide. Nicht das, was wir uns erhofft hatten. Eine richtige Geschichte, Slender halt so. Ja gut, es gab eine Geschichte, aber die war leider zu kurz und so, ne? Also, es war einfach zu kurz. Slender The Arrival. Für die lange Zeit, ein ganzes Jahr, ist das wirklich einfach ein bisschen zu kurz geraten. Auch wenn Parsec Productions vielleicht jetzt nicht wirklich so viel entwickeln ist. Aber trotzdem, wenn man ein Jahr wartet, dann... Oh. Wer ist denn das? Wenn ich den sehe, kriege ich ja Albträume. Ist wahrscheinlich einer von den Entwicklern oder so. Ich habe gerade selber so einen Kopfhörer auf. Es wäre jetzt übrigens unwahrscheinlich gewesen, dass in dem nächsten Raum direkt eine Seite gewesen wäre. Aber es ist dann doch wahrscheinlich, dass der Slenderman hier in der Nähe ist. Man sieht's. Scheiße, jetzt ist der hinter uns her direkt. Was mache ich denn jetzt? Hing da gerade dasselbe Bild oder habe ich mich verguckt? Na egal, wir müssen überleben. Boah, Digga. Seite wie viel? 4. Yeah. Ich merke mir das meistens gar nicht, wie viele Seiten ich schon habe. Jetzt ist der hinter mir her, jetzt muss ich mich ein bisschen spurten. der guckt ja mal richtig behindert. Alter, ohne Witz, der hat richtig behindert geguckt, ja. Ich bin so unsicher, ob der Slenderman hier irgendwo ist. Boah, alter Schwimmer, ja. Ich schwöre auf mein Leben, ich komme nicht mehr klar. Boah, Jungens, ey. Das ist ja wirklich unglaublich, da geht man aus der Tür raus, da steht der direkt aber vor einem, ey, das ist behindert. Kriegt man richtig Schiss bei sowas. Komm, jetzt muss hier irgendwo mal wieder eine Seite sein. Ich will eine Seite. Hallo? Ach ja, ich habe gar nicht erwähnt, dass das eigentlich Let's Test ist, wie die anderen Teile von Slender, also diese anderen Maps halt. Ist alles Let's Test. Oh fuck, jetzt laufe ich dem bestimmt... Boah. Ich dachte schon, ich laufe dem jetzt direkt in die Arme. Sind wir den nochmal so ein bisschen ausgewichen. Ist auch ganz okay so. So, ich gehe mal wieder so ein Stück zurück hier. Alter. Slender ist immer schon ein geiles Spiel gewesen, was ich immer gefeiert habe. Wir kommen im regelmäßigen Takt, kommen hier so komische Schläge immer wieder. So Beats. Ich weiß halt nicht, was genau das für ein Instrument ist. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass es ein Glockenspiel ist oder dass das Glocken sind. Das wäre ja ein bisschen dämlich. Ich laufe mal ein bisschen schneller. Kleines Stück hier. Boah.
Ja, da ist wieder die Trollface-Wand. Da, wo PewDiePie schon gewesen ist, er hat es ja höchstpersönlich unterschrieben, dass er da gewesen ist. Hat ein Autogramm dagelassen. Frage ich mich immer, wie kommt man auf sowas wie ein Trollface irgendwo mit reinzubringen? Ich meine, das ist einfach nur. Das Trollface, das ist so ein ausgelutschter Witz, ne? Der ist einfach schon nicht mehr gut. Weißt du? Naja, was soll's. Fuck, Alter. Der verfolgt uns immer noch, der Slenderman. Ich finde, der Slendy-Tubbies finde ich eigentlich ganz lustig, aber Slender so an sich, das. Ja, gut, das richtige Slender ist schon ein bisschen unheimlicher als diese Spiele. Aber wenn ihr hier so alleine sitzt. Oh, save me, rette mich. Okay. Jetzt haben wir schon 5 Stück. Jetzt brauchen wir noch 3 mehr. Ob wir die schaffen, ist die andere Frage. Aber es sieht gut aus. Always look at me. Es schaut immer auf mich. Fuck, Alter. Wir werden dem gleich eh wieder begegnen. Ich weiß das jetzt schon. Oder auch nicht. Ja, 7 von 8, 7 von 8, schwör. Slenderman. Komm, komm, komm. Can't run. Ich kann nicht rennen. Fuck, jetzt müssen wir die 8. Page noch finden. Ob ich das schaffe, weiß ich nicht, mein Jungens, ey. Ich hab gerade hier Schiss, Alter. Also Schiss kriegt man bei den ganzen Geräuschen, die hier so an sich sind, ne? Kriegt man eh nach einer Zeit. Also bitte einfach nicht wundern, wenn ich ein bisschen komisch drauf bin. Nach einer Zeit. Junge, die Geräuschkulisse, die ist aber auch richtig extrem, Alter. Ey, ich schwöre euch, das ist einfach nur krank. Nach 7 Seiten ist immer krass. Wenn ihr die 7. habt, dann. Ja. Boah, ich weiß hier auch nicht, was ich. Wir sind jetzt schon wieder hier. Wir kommen jetzt schon. Boah, nee, 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 nee. Fuck, Alter. Da war der Slenderman. Alter. Ich sage ja immer, desto flüssiger ein Spiel läuft, umso mehr Angst bekommt ihr. Und bei mir läuft es hier gerade richtig flüssig. So ein Müll, Alter. Aber warum? Warum leckt das nicht ein bisschen? Dann hätte ich weniger Angst. Es läuft richtig schön flüssig. Nein. Boah, das ist aber auch dunkel hier. Jungs und Mädels, das ist hier dunkel. Da könnt ihr aber auch mal einen drauf wetten. Ja, ich sag auch Mädels, ist klar. Es gibt auch weibliche Zuschauer auf meinem Kanal, die gibt es auch. Und wenn ihr weiblich seid, schreibt mir das doch bitte mal in die Kommentare. Ich freue mich überaus gerne und schicke euch ein Herz zurück. Oder ein Hitler-Smiley. Könnt ihr euch aussuchen. So. Mann, wo ist denn jetzt hier die scheiß letzte Page? Das gibt's doch gar nicht. Bin ich schon länger am Suchen, als es mir eigentlich lieb ist. Wir schreiten durch die Türschwelle und gucken, was uns erwartet. Ist es der Slenderman? Ist es der Rake? Oder ist es Rainbow Dash von My Little Pony? Wir werden es rausfinden. Ob wir es überleben, ist die andere Frage. Ja, wenn ich da wäre, dann würde ich wahrscheinlich sagen, scheiß auf den Slenderman. Ich setze mich jetzt erstmal auf der Bank und knick erstmal ein bisschen hier ein. Machen wir erstmal ein kleines Nickerchen und so. Aber das ist aber auch. Ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn mich dieses Vieh wirklich jagen würde. Slenderman, der wäre schon relativ unangenehm, weil er immer so schnell ist und sich teleportieren kann und ach, ist auch egal. Ja, gut, richtig Krise ist mit dem Blickkontakt ist dann hier bei SCP-173, ne? Da müsst ihr dann richtig aufpassen, weil wenn ihr da einmal zwinkert, dann seid ihr tot. Dann habt ihr hinterher keine Wirbelsäule mehr. Die wird euch dann wahrscheinlich rausgerissen von diesem Vieh. Gebt einfach mal ein SCP-173 und lest euch die Geschichte mal auf Deutsch durch, wenn sie findet. Oder guckt beim Vigasta Games LPs Channel. Der hat eine Creepypasta halt, also dieses SCP-Viech hat er halt vorgestellt. Das ist eine Seite, auf der so ein bisschen, ja, wird so ein bisschen gemunkelt, werden so ein paar Geschichten erfunden mit den SCPs. Wer es glaubt, wird selig. Nein, jetzt mal ganz im Ernst. Auf jeden Fall, ja, man kann sie auf Deutsch übersetzen und kann auch Videos drüber machen. Auf YouTube ist kein Problem, wenn man das dann vorliest. So.
Aber ist ja auch egal, wir sind jetzt hier immer noch bei Slender. Ich schweife schon wieder viel zu sehr vom Thema ab, wobei ich mich gar nicht an ein festes Thema. Oh mein Gott, die achte Seite! Oh mein Gott, ich bin da so happy! Die achte Seite fickt euch alle! Yeah, escape, get back to the entrance. Flee, oh fuck. Fliehe. Geh zurück zum Eingang. Ja, wo ist denn der Eingang? Es war noch so ein Fahrstuhl, oder? Da war so ein Raum mit einem Fahrstuhl. Okay, pass mal auf, ich gehe jetzt dahin. Oh, ist das dunkel gerade. Fuck, Alter. Einfach mal Chill-Modus aktivieren. Okay, ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Oh Mann. Wir haben jetzt 8 Seiten und jetzt müssen wir noch hier raus. Das ist ja unglaublich. 8 Seiten und wir müssen noch raus. Wo soll ich denn bitte rausgehen? Hallo? Können Sie sich dieses wunderbare Spiel mal etwas beeilen? Dann würde ich mich durchaus freuen. Mann, ey. Das ist aber auch was Angsteinflößendes, so ein Slender-Spiel halt. Ne? Ich zock das nicht so gerne, Leute, aber. Ne, wobei, doch, doch, ich zock Slender gerne. Was erzähl ich denn da für einen Müll? Ich zock Slender übertriebenst gerne. Ja? So. Ah, sieht nach der Eingangshalle aus. Okay, was machen wir denn jetzt hier? Hier funktioniert nichts. Jetzt bin ich schon am Eingang wieder. Ist hier auch noch was? Nee. Jetzt war ich schon wieder am Eingang und jetzt hat es nicht funktioniert. Ich würde sagen, wir sitzen gerade in einer Krisensitzung. Aber so richtig schön. Oh Mann. Mein Leben geht vorbei so langsam. Mein Leben geht sprichwörtlich den Bach runter. Ach ja. Let's just ein bisschen hier sich gruseln. Ach du Scheiße. Ja, und dein Kopf steckt im Wall fest. Super. Ah. Der Großmann. Oh, should I travel through the woods? Or should I not wishing I would? For above me lurks within the trees. No one could hear my deathly screams. The tallest man, the blackest suit, bigger than the tallest brute. 6 black arms will grab you up or stalk you till you just give up. A top hat bears upon his head makes your soul fill up with dread. He takes you when you least expect, boil you up and eat your neck. He'll leave your body not to eat, but staple your corpse on a tree. Fear the man, the slender man, for he can do what no one can. By Rostan Amarov. Okay, das Spiel hat einigermaßen Bock gemacht. Das Gedicht am Ende auch. Das war ganz cool eigentlich auf Englisch. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es das getan hat, lasst euch einen Daumen hoch. Ja, und na, wir sehen uns beim nächsten Let's Test wieder. Bis dann, Cheerio, Leute.